Guten Morgen, Leute. Es ist 9 Uhr. Willkommen zu meinem Matchday-Vlog. Heute ist das Spiel gegen Hansa Rostock, unser erstes Spiel. Jetzt in der Rückrunde wieder, nachdem wir im Trainingslager waren und vorbereitet haben. Und ja, ich will gar nicht so viel reden, ich will euch einfach mitnehmen. Ja, so ein bisschen meine Matchday-Routine, was ich mache, bevor wir ein Spiel haben. Genau. Wir würden jetzt gleich runtergehen, kurz duschen und dann mir was zum Essen machen. Genau. So, bevor ich überhaupt aufstehe, trinke ich einen Schluck Wasser. Because we need to stay hydrated, guys. Lecker. Lieber, lecker. Hier rein, Wie findet ihr die? Jesus Christ. So ein fresh, ha? Huh? So ein clean, clean Boots. Als Trikot von mir, wie hier mithängt. Frag mich aber nicht, was ich mir dabei gedacht habe bei meiner Haare. Frag mich nicht. Wollte meine Haare blond färben und das einfach braun, gold, was auch immer geworden. Ja, whatever. Whatever, whatever. Good Energy aufgestanden. Würde ich generell eine Roomtour machen von meiner Wohnung? Eigentlich nicht, weil es gibt hier nichts Besonderes. Und so groß ist es nicht, weil mich einige gefragt haben, so Roomtour von mir. Es gibt hier nichts Besonderes, Leute. Also, keine Ahnung. Ich kann euch bei meinen Matchday-Vlogs immer gerne so ein bisschen zeigen, so was hier in meiner Wohnung, was es hier so gibt. Aber hier gibt es nichts Besonderes. Aber ich finde das ein bisschen cool. Finde nur ein bisschen schade, den Platz, wo ich ausgesucht habe. Aber hier, ich mache mal Licht an. Ja, mir ein Bild gezeichnet von jemandem, sehr, sehr Besonderes. Da ist sie full auf Details eingegangen. Ghana natürlich. Das ist hier ein Bibelvers, wo auf meinem Arm steht. Hier auf meinem Arm. Genau. Darauf ist sie eingegangen. Dann hier die 444, also auch alles Tätowierungen, die ich auf meinem Körper habe. Chosen One, Dream Chaser, I'm him. Ja, because I am him, you know? Das hat mir eine Künstlerin, würde ich schon fast sagen, aus München gezeichnet. Auch sehr, sehr schön. Von Pia Picasso. Danke dir nochmal, Pia, dafür. Ja. Und dann haben wir hier ein paar Oldschool-Boots einfach für Vibes. Und ja, hier für das halbe Jahr, wo ich bei Rosenheim war, eine super Zeit gehabt dort. Nur mein kleines Bild einfach hier. Habe ich bekommen bei der Verabschiedung. Steht hier. Danke, Steph. Yes! Also hier wäre dann mein Wohnzimmer. Ist jetzt nicht unbedingt komplett aufgeräumt, aber simple. Hier sind noch ein paar wichtige Sachen für mich, finde ich, persönlich, weil ich versuche mich immer selber ein bisschen zu motivieren und zu ermutigen. Also hier steht, think positive and positive things will happen. Ja, I like that. Dream big, musst du immer, sowieso. Sonst wird es nichts. So, träum vom Höchsten. Do smart things with great love. Also muss ich dazu noch was sagen? Wichtig. Sehr, sehr wichtig. Essensbereich ein bisschen, würde ich sagen. Hier wird gegessen. Hier wird gegessen. Hinten ist die Küche. Ist nichts Besonderes. Ja, hier wird gegessen. Genau. Nur so, und das reicht jetzt erstmal mit dem hier umzeigen. Ich muss duschen. Ich muss mich an meinen Zeitplan halten. Deswegen gehen wir duschen. Ah, bevor wir in die Dusche gehen, hier natürlich auch mal. Good Vibes Only. Das ist das Erste, was man sieht, wenn man hier reinkommt. Und das ist das Erste, was man sieht. Wichtig. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Dass ich, oder was jetzt aufgefallen, was mich sehr glücklich macht, ist, dass ich gestern, dass ich gestern
Abend noch gekocht habe für heute Mittag. Das heißt, um 15 Uhr werde ich Nudeln essen, also Spaghetti einmal mit so einer leichten Bolognese habe ich mir gestern gemacht. Und das ist so wichtig, weil dann muss ich später nicht mehr kochen. Yes! Yes! Deswegen machen wir uns jetzt einfach nur ein bisschen Joghurt mit Früchten und Haferflocken, würde ich sagen. Ja. Curry, 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 Bau, Curry, ja, Curry, Chi, die auserwählten Früchte heute. Hier sind die Haferflocken, hier ist Joghurt. Die kommen jetzt hier rein. Haben wir noch einen Tee gemacht, kommt hier rein. Und ja. Das ist mein Snack for today. Hier habe ich ein cooles Buch. 2024, Termine mit Gott. 366 Tage mit der Bibel, weil ich sehr, sehr christlich bin. Sehr, sehr christlich aufgewachsen bin und ja, an den Herrn glaube. Ja, heute ist der 26. Januar, deswegen werde ich heute diesen Part hier lesen. Ich habe hier als mein Stepper, würde ich sagen, für meine Bücher habe ich hier so einen Zettel, so einen Satz, den ich damals in der, glaube ich, 6. Klasse damals bekommen habe, vom Herrn Laux. Herr Laux, danke nochmal dafür. Hier steht, um die Wurzel zu finden, blicke abwärts, blicke aufwärts, um die Sterne zu sehen, doch blicke vorwärts, um dein Glück zu finden. Ja, hat mich ein bisschen geprägt. Ich habe das, seitdem ich in der 6. Klasse bin, habe ich das. Und ja, bleibt eine gute Erinnerung und werde ich auf jeden Fall für immer und ewig versuchen zu behalten. Genau, das leben wir nach dem Essen. Jetzt wird erstmal gegessen. Und ja. And I feel Nine. Diamonds on my neck, yeah, they shine so bright. And make me feel alive. Thought I'm dropping out my motherfucking school, but I made it through. You know I'm the shit, but you hating too. What have I done to you? It don't even matter since I'm getting that green. Yeah, I'm. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. I won't catch you now and more, but I'm gonna fuck. Shicey in the club, but all this ice so loud. You said that you like me, but you want some clout. In the Machiavelli, but I'll be for you. She be steady, she wanna hold a gun. If you want, you can have it. She's still young. Spiel heute erst um 19 Uhr ist und ich theoretisch einen kleinen Nap einbauen könnte, wo ich so eine halbe Stunde bis 45 Minuten schlafe. Ich habe mir generell mal überlegt, ein Video zu machen von einem Q&A, Questions and Answers, also einfach ihr stellt mir Fragen, könnt mir über Instagram natürlich schreiben oder wo ihr möchtet, könnt ihr mir Fragen stellen und ich werde die in einem Video einfach beantworten. Genau. Ja, die werden's. Also, Leute, wenn jemand Interesse an diese Schuhe hat. Hier steht noch No Tears Left drauf. Das ist der Name von meiner Clothing Brand, über die ich euch soon wieder updaten werde, hoffentlich. Ja, wenn jemand Interesse hat an die Schuhe, mein Instagram-Account in eure Story packen, ein Screenshot machen von den Schuhen, jetzt vom Video, und meinen YouTube-Kanal verlinken. Das sind die Bedingungen. Und dann schaue ich mal, wer so schnell war, wer der Erste war oder wer die Erste war. Dann werde ich euch die Schuhe bringen. Solltet ihr tatsächlich aus Chemnitz kommen, wirklich aus Chemnitz und nicht Umkreis oder so, sondern wirklich Chemnitz, dann würde ich sie euch auch persönlich vorbeibringen. Also versucht euer Glück. Hier gebe ich euch nochmal die Chance, einen Screenshot zu machen. Zack, hier, Screenshot. Ching, 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 ching. Und ja, mal schauen, wer sich die Schuhe ergattern kann. Werde auch
bald vielleicht eine kleine Verlosung machen oder so einen kleinen Giveaway mit einem Trikot von mir. Ich werde jetzt einen kleinen Nap machen. Wir gehen nur so einen ganz, ganz kleinen Nap. Aufgestanden jetzt. Gute halbe Stunde, nee, 40 Minuten habe ich geschlafen ungefähr. Jetzt werde ich mir mein Essen vorbereiten. Dann habe ich immer noch genug Zeit, werde noch ein bisschen chillen. Und ja, falls ich heute noch nicht gesagt habe, heute ist ein Heimspiel. Deswegen habe ich so viel Zeit. Und es ist freitags ein Abendspiel. Und genau. Mein Essen für heute aus. Nichts Besonderes, nichts Besonderes. So, wir sind jetzt hier oben bei meinem begehbaren Kleiderschrank. Und ich ziehe mich jetzt an, mache mich fertig fürs Spiel. Und dann fahren wir auch schon los. Wir sind gut in der Zeit. Und ja, hoffentlich gewinnen wir dieses Spiel heute. Ich habe richtig Bock. Und hoffe, dass wir das Spiel gewinnen. Ich habe ein gutes Gefühl heute. Und ja, genau. Jetzt hätte ich angezogen. She wanna suck it on camera. I live out she head like a bummer. I'm up on my head like Ben Dallas. She wanna suck it on camera. These little boys don't mind. I talk to the hoe and her mama. Pick me from the floor and the thumb. Hey V, line them up. Ich hab 1000 Bar, ich hab 1000 Cars. Ich will das, deine Bitch ist nass. Komm zu mir nach Prag. Ich will das und das, keine Zeit für Bars. LMAs, Bot für mich das K, 40k auf Hand. In der Stadt machst du eins auf wichtig, keiner will dich. Kannst du bitte meine Nummer entfernen, ja das ist mir wichtig. Sehr wichtig. Digga, was willst du, mach lieber die Beine zu. Karte deine fucking Freunde und du lass mich doch einfach in Ruhe. Willst du Featuring mit mir? Nein, ich will nicht, alle Cutter hier in Germany, das ist doch peinlich. Aber ich bin doch anders. Warum capst du, hörst dich doch gleich an, aber nur ohne diese Auto-Tune. Ohne Auto-Tune reicht es nicht mal für DSDS. Niemals. Ich fänd mich an ADR. Vamonos! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Unser Starspieler. Was war? On the beat, deine Bitch on me. Designer shit on me. Fühl mich crazy, drip on me. Digga, die Diamonds shine on me. Nein, ich trage kein Chanel. Aber die Bitch hier will Chanel. Moscherie, ja, sie nennt mich Moscherie. Keiner weiß, dass sie, warum sie so macht. Sie ist hart, wenn du kennst, sie denkt, sie hat Macht. Meine Schuhe alle clean, ja, deine Schuhlang Limousine. Hab vor Haus eine Limousine. Ja, ich fühl mich flieh. Ja, ich fahr keine Drecksmann. Ja, ich fick deine Bubu, Digga, bin jeden Tag auf ihrer For You. Was geht, Family? Spiel ist zu Ende. Wie ihr sehen könnt, bin ich schon am nächsten Tag. Wir hatten jetzt Training, Regeneration, Behandlungen sind ausgelaufen und ja, ein bisschen relaxed, weil es schon am Mittwoch weitergeht. Spiel gestern war sehr, sehr gut, finde ich, von uns. Wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Hatten sehr viel Ballbesitz. Ja, was wir zu bemängeln hatten, ist so ein bisschen im letzten Drittel waren wir ein bisschen unsauber, aber ich denke, dafür, dass es das erste Spiel war jetzt, nach der Vorbereitung, nach der Winterpause, war es ein sehr gutes Spiel. Und ja, ich bin sehr glücklich, dass wir das Spiel hinten raus noch 2-0 gewinnen konnten. Ja, ich bin mit meiner Leistung auch relativ zufrieden. Hätte mich belohnen können mit einem Tor, dann wäre ich noch glücklicher, aber es geht weiter. Vom Spiel zu Spiel schauen wir. Generell, wir spielen am Mittwoch wieder. Deswegen kann sein, ich weiß nicht, wann dieser Vlog kommen wird, aber er wird kommen. vielleicht nach dem Eilenburg-Spiel, weil wir spielen am Mittwoch, haben wir schon wieder ein Spiel. Danach wird der Vlog irgendwann wieder erscheinen, denke ich. Ich versuche generell zu posten, so oft wie es geht, aber es ist immer situationsabhängig, würde ich sagen, weil ich gerne posten möchte, wenn es positiv läuft bei uns, also bei mir und meiner Mannschaft. Vielleicht nach einem Sieg, nach einem guten Spiel, nach einem guten Spiel von mir. Generell einfach, wenn es positiv läuft,
dann ist es für mich persönlich auch immer einfacher zu posten, weil ich der Meinung bin, ja, es ist einfach besser. So nach einem verlorenen Spiel habe ich relativ keinen Bock zu posten, bin ich ehrlich. Und ja, deswegen im Generellen, falls ihr euch wundert, warum die Videos immer ein bisschen verspätet kommen, eine Woche verspätet kommen oder zwei, liegt es dann vielleicht daran, dass ich abwarte auf den richtigen Moment, um etwas zu posten. Ich will ein bisschen gedachter rangehen und nicht einfach posten in Momenten, wo es gar nicht passt. Genau, und ja, ich hoffe, der Vlog hat euch bis hierhin gefallen. Es werden auf jeden Fall noch Vlogs, einige Vlogs kommen, einige Videos kommen. Ich plane einige Sachen, hoffe, dass sie klappen werden. Wenn sie klappen werden, kann ich euch sagen, wird's cooler und cooler und cooler hier. Danke für alle Followers hier an dieser Stelle, die ich jetzt ergattert habe, sagen wir mal so, in den letzten ein, zwei Monaten erst, die ich hier bin auf YouTube, und danke für jeden Support. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst Liebe da, lasst ein Like da, Comment, Subscribe und ja, lasst ein Abo da, macht die Glocke an und dann hören wir uns baldig wieder hoffentlich. Danke für alles. Danke, dass ihr reingeschaut habt. 77 Gotti. Bye bye.